Hier bin ich. Aus gutem Grund. So heißt es, das Advents-Special in eurem Podcast mit Herz und Haltung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Das Bistum Dresden-Meißen feiert 100 Jahre Bestehen und zwar mit 100 guten Gründen. Und deshalb stellen wir euch bis Weihnachten jeden Tag einen anderen Menschen vor und haben den nach seinen ganz privaten guten Gründen gefragt. Heute hört ihr die Antworten von Professorin Marion Ackermann. Sie ist die Direktorin der staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Und Schwester Elisabeth hat sie vor ein paar Wochen in ihrem Büro im Herzen Dresdens getroffen. Und ausnahmsweise muss Professorin Ackermann mal keine Fragen zu dem großen Kunstraub im grünen Gewölbe und zu den Tatverdächtigen beantworten, sondern die vier Fragen von unserem Adventsfragebogen. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Aus welchem Grund bist du hier? Ja, diese Frage kann man natürlich auf verschiedenen Ebenen beantworten. Die Frage, warum bin ich auf der Welt? Die Frage, warum mache ich das, was ich tue? Und die dritte Frage vielleicht, warum bin ich gerade hier in Dresden, in Sachsen gelandet? Also alles hängt vielleicht miteinander zusammen. Ich würde sagen, dass schon in meiner ganz, ganz frühen Kindheit durch meine Eltern, mein Vater Historiker, meine Mutter unglaublich kunstliebend, Kunsthistorikerin auch, und selber mit Film und Foto immer aktiv und zeichnerisch, dass mir ganz früh diese Liebe zur Kunst vermittelt wurde. Und ich in der Türkei aufgewachsen bin und dadurch in einer sehr großen Freiheit, damals 60er Jahren, frühen 70er Jahren, permanent unterwegs war, um Kunst, um archäologische Plätze zu sehen und so. Und all dies, also dieser Freiheitsbegriff, der mich vielleicht dazu gebracht hat, dass ich eine Führungsposition eingenommen habe, die tiefe Liebe zur Kunst, die mich zu meinem Beruf gebracht hat und mein extrem starkes Interesse an Geschichte, was mich nach Sachsen entführt hat. Das kommt sicher alles zusammen. Was treibt dich an? Es sind schon die Menschen bei mir immer an erster Stelle. Ich bin eine tiefe Idealistin. Ich gehe davon aus, dass man mit der Arbeit, die man tut, mit in einem großen Museum Räume zu schaffen, in denen sich Menschen begegnen können, hoffentlich bald wieder auch persönlich und physisch. Und sowohl in einer einzelnen Erfahrung vor dem einzelnen Werk, wie auch in der Gruppenerfahrung gemeinschaftlich eine tiefe spirituelle, teilweise auch religiöse Erfahrungen machen können. Und gleichzeitig können wir etwas tun, ein kleines bisschen, um die Gesellschaft zu verbessern. Wir können Räume bieten, in denen man in einer ziemlich großen Freiheit sich selber Haltungen entwickeln kann, zum Beispiel zu der Frage von Kultur und transkulturellen Prozessen und wie eigentlich nichts ohne Zusammenhang entsteht. Wir sehen an den Kunstwerken, wie große Kultur immer in dem Miteinander entsteht. Also nehmen wir selbst die Rüstkammer. Da sind osmanische Stücke, die dann nach Sachsen gelangt sind und die sächsischen Kunsthandwerker reagieren darauf und das, was entstanden ist, ist ein Gemeinschaftsprodukt der Kulturen. Und etwas dazu beizutragen, auch dass Menschen, die vielleicht, denen es nicht so gut geht, wie im Moment in der Corona-Krise, vielleicht die älteren Menschen oder die Kinder, und speziell für diese Menschen und mit diesen Menschen Programme zu entwickeln, die ihnen auch neue Perspektiven der Wahrnehmung ermöglichen, die sie ein bisschen glücklicher stimmen, auch gerade durch die Begegnungen mit Kunst. Wenn es schwierig wird, was trägt dich? Also ich habe eine sehr starke positive Kraft in mir. Wenn es wirklich schwierig ist in meiner Umgebung, dann erwächst mir eine besonders große Kraft, die ich versuche auf die anderen zu übertragen. Also ich war eigentlich immer ein guter Krisenmanager, weil ich denke, dann brauche ich das eben, auch eine gestalterische Kraft, die einen Ausweg aufzeigen kann, die nach kreativen neuen Lösungen findet. Persönlich bin ich wiederum sehr stark geprägt worden durch Bonhoeffer, könnte ich sagen. Wir waren mit der Zwillingsschwester von Dietrich Bonhoeffer seit meiner Kindheit in sehr engem freundschaftlichem Austausch und mein Vater hat mehrere Bücher geschrieben über Bonhoeffer. Aber auch durch die Beschäftigung mit Geschichte und mit Persönlichkeiten der Geschichte, die in den schlimmsten Situationen, sei es im Gottvertrauen, sei es in der Fähigkeit, anderen Wege aufzuzeigen für die Zukunft, auch etwas geschafft, positiv geschafft haben. Das ist etwas, was mich sicher sehr geprägt hat.
Hinzu kommt auch natürlich meine Familie. Ich habe auch Kinder und der Kindern innewohnende natürliche Kraft, in schwierigen Situationen Wege zu finden, des Trostes, der Überwindung. Das ist etwas, was mich auch wieder selbst auflädt, jeden Tag aufs Neue. Worauf hoffst du? Tja, ich hoffe darauf, dass wir aus den schrecklichen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, ich spreche nicht nur vom Holocaust, sondern von denen, was auch mitten in Europa an schlimmen Dingen passiert ist, im Jugoslawienkrieg und vielen anderen Situationen, dass wir daraus lernen und das sehr gute demokratische gesellschaftliche System, das wir haben, auch wertschätzen und auf dieser Grundlage aufbauend viele der offenen Zukunftsfragen lösen werden. Dass wir den jüngeren Menschen zuhören und von ihnen lernen. Natürlich das große Problem des Klimawandels, wie wir unser Leben verändern können, nachhaltiger leben, das können wir gerade von der jüngeren Generation lernen. Auch eine gewisse Bescheidenheit. Ich denke auch, dass die Menschen, die hier im östlichen Teil Deutschlands groß geworden sind, egal in welcher Generation, dass sie auch sehr viel beitragen können, weil man merkt, dass das Materielle oft für die Generation, sogar der Nachgeborene nach 89, nicht so im Vordergrund steht. Und ich hoffe, dass wir auf der Grundlage der Demokratie, die wir haben, jetzt Wege finden, um die drei wichtigsten Zukunftsfragen auf eine menschliche, normale Weise zu lösen. Das sind die Fragen des Klimawandels. Dazu gehören für mich auch die unglaublichen sozialen Ungerechtigkeiten. Und das Dritte ist für mich schon auch dieser Generationswechsel. Also die Frage, wie einer immer älter werdenden Gesellschaft sowohl die schwächer werdenden Menschen wie auch gerade jetzt die nachkommenden starken jungen Generationen eine Stimme haben werden. Und wie offen auch eine Gesellschaft, die eigentlich ziemlich satt und selbstgenügsam ist, sein kann, um sich wieder zu verändern und diesen Wandel zuzulassen. Und das hoffe ich einfach zutiefst, dass es möglich sein wird. Marion Ackermann, die Direktorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden und ihre guten Gründe im Leben. Hier bin ich aus gutem Grund. Das Advents-Special im Podcast mit Herz und Haltung. Ein Projekt der Kontaktstelle Katholische Kirche in Leipzig in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke, dass ihr dabei wart heute und bis morgen.